Hallo, ich begrüße Sie diesmal aus Bonn zu Immobilien verständlich. Ich habe gerade ein Seminar gehört vom IVD, und zwar eine Roadshow über die neuesten geplanten Änderungen im Mietgesetz unter anderem. Und die wollte ich Ihnen vortragen. So per Stand Ende Juni 2016. Wie sieht es denn aus mit dem Mietrechtsnovellierungsgesetz? Ich lese ein bisschen ab, weil das auch teilweise so neu ist. So, Bundesjustizminister Maas wollte die Änderung und die Realisierung des Gesetzes ziemlich beschleunigen. Deswegen hat er einen ungewöhnlichen Weg oder einen schnelleren Weg gewählt, und zwar über den Bundesrat, und in dem das Land Berlin eine Anfrage gestellt hat, und der Bundesrat gibt das jetzt dem Bundestag zur Entscheidung. Dadurch wird es schneller abgewickelt. Was sind denn jetzt die Änderungen zu meinem anderen Film, den ich Ihnen ja bereits schon vorgetragen habe? Erstens, Mietspiegel. Da ging es ja hin und her. Derzeit haben wir einen Bezugszeitraum von 4 Jahren, und der soll verlängert werden auf 6 Jahre. Das ist ein bisschen ein fauler Kompromiss in meinen Augen. Es waren ja 8 und 10 Jahre im Gespräch. Jetzt soll es bei 6 Jahren landen. Dass das durchgeht, ist relativ klar. Zweiter Punkt, die Modernisierungsmieterhöhung. Derzeit ist es so, dass von den entstehenden Kosten der Modernisierung bis zu 11% auf den Mieter pro Jahr umgelegt werden können. Das soll gekappt werden, und zwar nur noch 8%. Also von 11% auf 8%. Dann, was auf jeden Fall kommt, ist eine Härtefallklausel. Das ist ganz neu, das gab es bisher noch nicht. Und zwar soll die nach der Modernisierungsmieterhöhung geltende Miete maximal 40% des Einkommens des Mieters betragen dürfen. Also die Miete, die der Vermieter kriegt, hängt ganz stark von den Einkünften des Mieters ab. Probleme kann es dabei geben, dass zum Beispiel Mieter mit geringem Einkommen zukünftig vom Wohnungsmarkt diskriminiert werden, weil Vermieter sagen, ich kann ja gar nicht erhöhen oder nicht richtig erhöhen, weil der Mieter verdient so wenig Geld. Und es ist auch nicht klar, wie wird denn das Einkommen bei Selbstständigen berechnet? Das kann ja schwanken, es gibt ja gewisse steuerliche Anrechnungen. So, kommen wir zur Kappungsgrenze. Die gilt ja in angespannten Wohnungsmärkten. Das heißt, zum Beispiel Großstädte, wo das Angebot knapp ist und die Mieten hoch. Derzeit ist der Bezugszeitraum 3 Jahre, und es dürfen in den 3 Jahren maximal 15% erhöht werden. In anderen Gebieten sind es ja noch 20% ohne angespannten Markt. So, und dieser Bezugszeitraum von 3 Jahren soll auf 4 Jahre erweitert werden. Das heißt, die Mieterhöhung wird auf einen längeren Zeitraum gestreckt. Und jetzt der letzte Punkt zur Mietpreisbremse. Im Moment ist das ja ein zahnloser Tiger, ein stumpfes Schwert. Hier soll es so sein, dass der Vermieter vor Abschluss des Mietvertrages dem Mieter benennen muss, wie hoch die Miete vorher war und wie er zur Berechnung der jetzt neuen Miete bei Abschluss des neuen Mietvertrags kommt. Bislang war es ja so, der neue Mieter wusste nicht, wie hoch die Vormiete war, er konnte das auch nicht nachprüfen, und da soll jetzt ein Riegel vorgeschoben werden. So, ich bin gespannt, was von diesen geplanten Änderungen, die sehr realistisch und konkret sind, laut Justiziar des IVD, also des Immobilienverbands Deutschland, was sich da durchsetzen wird beim Bundesrat. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Und denken Sie dran, abonnieren und liken Sie mich. Und die neuesten Änderungen werde ich Ihnen auch in meinem neuen Film mitteilen. So, und wir genießen noch ein bisschen den Ausblick in Bonn auf den Rhein. Bayerle, Chefvolkswirt der Catella-Gruppe hier aus Frankfurt. Er hat heute einen sehr interessanten Vortrag gehalten über Digitalisierung für die Immobilienbranche. Was würden Sie raten, worauf Makler und Immobilienmenschen überhaupt achten sollen? Ganz ehrlich, erstmal sitzen und warten und beobachten. Warum so eine komische Aussage? Aus dem einfachen Grund. Punkt 2. Der Kölner Dom. Unser Thema ist immer noch Schwarzbauten. Allerdings, wenn wir hier nicht alles haben, dann ist aufgrund des Alters davon auszugehen, dass der eigentlich doch genehmigt ist. So, und jetzt möchte ich erstmal mit einer weit verbreiteten Mär aufräumen. Viele Eigentümer sagen, Mensch, das steht doch schon seit 20 Jahren, der Schwarzbau. Ich habe da Bestandsschutz. Nein, den gibt's nicht.